Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich habe jetzt einmal speichern müssen, ganz schnell. Ich würde tatsächlich den großen Mal hier besiegen wollen, kaputt machen wollen. Das sind auf jeden Fall Punkte. Ja, komm. Okay, das war jetzt ein Fehler. Er muss erstmal angelockt werden. Ich hoffe, die Goblins lassen mich in Ruhe, während ich den da bekämpfe. Autsch. Kann ich den noch irgendwie von hinten oder so? Ja. Immer schön auf den Arsch hauen. Die Punkte will ich haben. Ach, nur 500? Nichts zu holen. Nur 500 Punkte? Okay, aber Goblins, die schaffe ich wohl so. Goblins schaffe ich wohl. So, die Punkte wollte ich auch noch haben. Da ist nichts zu holen. Okay, dann haben wir alle. Was sind das denn für ein Ding? Oh, ein Zombie. Was hat der denn für eine Rüstung? Wieso treffe ich den nicht mehr? Da ist nichts zu holen. Einmal kurz heilen. Und speichern, bevor ich reingehe. Erstmal einsammeln, was hier rumliegt. Magischer Bolzen. Magische Armbrust. Nochmal ein bisschen Buddlerfleisch. Dunkelpilz. Okay, mehr ist hier hinter nicht. Kann ich das Ding aufmachen? Magische Armbrust. Schaden 200. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ich sehe aber echt nichts gerade. Dann machen wir mal eine Fackel. So. Hier ist noch ein Dunkelpilz. Oh, Steintafel des Geschicks. So, da. Geschicklichkeit nochmal plus 2. Perfekt. Alter, wir glitzern. Hier ist noch eine Truhe. Okay, haben wir. Nehmen wir alles mal mit. Ich finde das gerade sehr interessant. Ist auf der Seite auch noch eine Truhe? Nö.
Aber ich feiere das gerade, wie wir am Glitzern sind. Da sind noch mehr Rapien. Da ist nichts zu holen. Okay, nice. Warum sind wir nicht früher hier hingegangen? Und wir haben so eine klasse Armbrust jetzt bekommen. So, können wir von hier da hoch? Ja. Okay, aber hier oben gibt es sonst nichts. Und hier auch erstmal alles freigemacht. Finde ich auch super. Und dass wir auch noch den Troll besiegt haben. Auch super. 500 Punkte. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Oh, okay, noch ein bisschen viel. Find's nur doof, dass wir noch nicht in der Lage sind, Orks zu bekämpfen. So, die Viecher wieder. Er kommt. Ich glaube, die sind ein bisschen zu doof. Yo, jetzt, wieso treffe ich nicht? So. Nichts zu holen. Liegt hier noch was rum? Ich finde das gerade hier sehr interessant. So, komm her, Snapperchen. So. Und Blutfliegen sehe ich da unten. Wen haben wir denn hier? Der arme Dude, der hier sein Zeitliches gesegnet hat, sagen wir so. So, Blutfliege, komm her. Das hört sich für mich nach Scavengers an, hier auch irgendwo. Ich glaube oben. Kann das sein? Und hier ist auch irgendwo was vergraben in dem Gebiet. Ach, die Riesenratte. Was sind das da? Schattenläufer? Ich glaube, das sind Schattenläufer da hinten. So, komm her. Das könnte ein Schattenläufer sein, oder was gefährlicheres.
Ne, ist ein Schattenläufer. Heilpflanze. Ein Sockel. Ah, für hier. Und wen haben wir denn da? Erstmal die Scavengers. Da vorne. Nee, warte, das... Das sind keine Scavengers. Grasland Scavengers. Nichts zu plündern. Grasland Scavengers. Die haben sich jetzt anders angehört. Oh ne, da vorne haben wir wieder einen Ork. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, nice. So, und... Da vorne haben wir die Orks auf jeden Fall. Die Pfanne würde ich gerne mal benutzen, bevor ich mit dem Jutta rede. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Enos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch. Aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich gucke mal, was ich für Klamotten habe, die ich ihm geben könnte. Leichte Drachenjägerrüstung, Piratenrüstung, mittlere Banditenrüstung, Rüstung des Ring des Wassers. Ich habe keine Klamotten, die ich abgeben könnte. Die ich habe, brauche ich. Ich würde aber gerne mal versuchen, gegen den Ork da zu kämpfen. Der ist ja alleine. Autsch. Wenigstens ein bisschen Hilfe. Ja, so muss man es den Biestern geben. Nice. Ein Ork haben wir. Da ist nichts zu holen. Okay, das war auch ein bisschen heavy. Bonus für maximale Lebensenergie 20. Warte mal, ist das das, was ich denke, was das sein könnte? Wenn ich jetzt hier nochmal speichere auf die 5. Ja, okay, nice. Das war das, was ich gedacht habe, was es ist. Ich müsste mal die anderen ein bisschen verbrauchen.
Kann ich den nächsten Ork hier ausschlachten? Nein, da kommen zwei. Oh nein. Eremit, nein! Okay, haben wir beide verkackt. Das haben wir beide verkackt. Ja. Gut, dann nochmal so. Die 20 Lebensenergie. Dann gehen wir mal in die Richtung. Gegen Orks ist er doch noch ein bisschen zu schwer für mich. Aber gegen die Viecher geht klar. So, komm. Haben wir auch geschafft. Da ist nichts. Diesen Goblins und da sind wir Harpien. Und jede Menge Grasland-Scavenger. Wir machen das mal anders mit der. Nichts zu holen. So. Auch erstmal alles einsammeln hier. Okay, hier sind sehr viele. Ein Ork-Schamane, verdammt. Warum sind hier immer andauernd so viel? Okay, den sehen wir nicht mehr wieder. So, du komm her. Meinetwegen nimm deine Freunde mit. Nichts zu holen. So, hier gibt's sonst nichts mehr. Okay, aber den Schamanen sehen wir nicht mehr wieder. Das steht schon mal fest. Hier auch erstmal alles mitnehmen. Jetzt ist die Frage, ist er gestorben, als er darunter gefallen ist? Das ist ein Minecrawler. Spawnt er wieder zurück? Ich weiß es nicht.
jetzt dreh dich um. Einmal erledigt. So. Nichts zu holen. Da ist nichts. Nichts zu holen. Was höre ich denn da? Ach, da oben. Okay, ich speichere hier mal auf die 6. Komm. Hier nicht runterfallen. So, gegen die Minecrawler müsste ich ankommen, oder? Ja. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. So, und wo war das? Die Sumpfratte hier? So. Nice. So, Lederbeutel nehmen wir mit. Und hier auch nochmal buddeln. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Alte Steintafel. Ah, endlich. Und das ist noch ein Minecrawler. Wo kommt der denn her? So, was haben wir dann noch für Minecrawler? Normal, okay. Gibt's da drinnen noch mehr von denen? Vermutlich auch stärkere. So, wo haben wir jetzt die Fackeln? Das sind aber schon ein bisschen viele. So, wo ist meine Fackel? Da. Wenn ich reingehe. So, Fackel wieder aufheben? Nein, Fackel. Ja, komm. So, Fackel aufheben. So. Würde hier gerne mehr sehen. Dunkelpilze nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir das hier zumindest auch schon mal befreit. Noch eine Truhe. Blaue Steintafel. Dietriche. Ist das das, was ich suche? Diese Art von Steintafeln. So, Fackel kann ich auch wieder wegmachen. Ist das die Art Steintafeln, die ich suche? Die ich, die Steintafeln im Sumpf? Hab ich in dem einen Tempel da im Sumpf eine Truhe übersehen?
eventuell. Wenn das das ist, was ich suche, was ich brauche. Oh, Jo. Okay, der war aber auch schon leicht verletzt. Ich hatte jetzt kurz gedacht, ist vorbei mit mir. Alles für umsonst gemacht, hatte ich jetzt ganz kurz gedacht. So, Fokus. Wie macht man so? Medarion. Wo ist Saturas? Da oben. Da chillt er. Ich gehe mal mit der Steintafel zu ihm. Oder warte mal, kann ich die nicht selber erstmal lesen? Radimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, die dritte Kammer erreichen. Hey! Wegen der Reliquien? Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimon. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Wegen der Reliquien? Wegen der Reliquien. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Adanos möge dich schützen. Okay, und ich habe so das Gefühl, das sind die, die wir brauchen. Für Raven Medarion. Warte mal. Ich habe einen weiteren Teleporterstein. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier Heiltränke werden mir lieber. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Ich war doch gerade bei ihm. So bald als möglich zu ihm gehen. Okay, gehen wir mal zu Saturas. Was will denn jetzt schon wieder von mir? Da. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yarkendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach den Herrenhäusern suchen? Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Yarkendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Okay, was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Okay, Adanos möge dich schützen. So, also zu Riordian. Ne, das ist Myxir, da ist Riordian.
Nee, das ist Medarion. Nefarius? Hä? Da haben wir ihn. Hey! Erzähl mir mehr über diese Gegend. Satoras schickt mich. Satoras schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Okay, wo finde ich diese 5 Herrenhäuser? Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Wegen der Herrenhäuser? Wegen der Herrenhäuser. Ja. Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos. Seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Okay, Ich glaube, das war... Okay, also da, wo ich im Sumpf war, das war schon das richtige Haus. Also, wenn wir jetzt nochmal gucken, hier. Da in dieser... Genau, das sieht man da. Rechts unten, das im Sumpf, das unterste Kreuz. Gleich daneben, das ist ja das eine Herrenhaus. So, dann... Hier, in die Richtung, wo ich jetzt hier hinten schaue. Da unten, bei dem einen X, da waren wir ja schon. Ah, da sehe ich die blauen Punkte. Da sind die... 1, 2, 3, 4... Und ich sehe die 5. Okay. Wo ich suchen muss. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir nochmal zum Canyon. Und schauen mal, dass wir da es hinkriegen, den Vogelstein dahin zu setzen. Und dann nochmal ins Sumpfgebiet, auch in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.